dort liegen die Kraftprotze des Hamburger Hafens. 25 Stück sind das heute. Oder sind es genau gesagt. Ja, die Kleinschreiber, die haben dann 2x5000 PS, die großen 2x6000 den Antrieb. Wir haben den vorderen Teil der Schutzlumpfes. Und den Antrieb, den bewirken dann zwei Schrauben, die sich um 300 Drehzahl drehen, sondern den sogenannten Schrottel. Und dadurch sind die Schreiber in jedem Richtung notwendig und auch gleich schnell. Das heißt also, wenn ein gutes Schiff in den Hamburger Hafen reinkommt, wird dieses von zwei Schiffen vorbei. Dann kommt man vor einem Jahr bei den an, das Schiff zu ziehen, der zweite, der geht nach dem grünen Dunkel rein, bremst das Schiff notfalls ab, falls dieses dann doch zu spät werden sollte. Und wenn man schon mit einem von vielen Hafen hineingezogen wird, und dieses dann aus Sicherheitsgründen erst einmal gedreht und machen wir immer so, ne? Sollte es nämlich in dem Hafenbeck mal zu einer Katastrophe kommen, sollen diese